Hallihallo Freunde und herzlich willkommen. Oh, fast überfahren worden hier. Da vorne haben wir wieder was Tolles gefunden und zwar einen heiligen Schrein. Der gehört uns natürlich, der bietet da, den werden wir erstmal wegkicken. Der gehört nämlich uns und deswegen werden wir jetzt erstmal uns hier erlaben daran. Und ja, wie man auch schon sieht, kriegt man für Schreine Gesundheitspunkte. Ich muss jetzt einfach nur noch rausfinden, wie man hier upgraden kann. Kann ich hier irgendwen anrufen eigentlich? Tiffany, hallo. Tiffany, ich hatte hier irgendwas zu sagen. Oh, hi. How are you? I'm good. Listen, you busy later? Well, I'm working. Why? I was thinking of dropping by Bam Bam to see you. Oh, that'd be great. You wanna sing karaoke? Well, you have to get a few drinks in me first, but maybe. I'll see you in a bit. You got it. Bye bye. Ja, cool, nicht schlecht. Ich habe ein Date am Start. Aber zunächst gucken wir erstmal hier rein. Hier ist nämlich wieder ein schöner epischer Tresor. Und ich glaube, den muss er gar nicht aufschließen. Denn der ist schon offen. Yes, ich hab's gewusst. Krieg jetzt auch ein bisschen Kohle. 5000 Weishang-Dollar. Ist jetzt auch nicht so viel, aber mein Gott. Für den Anfang reicht das erstmal völlig aus. Und ja, wir brauchen jetzt erstmal einen Fahrbahnuntersatz. Und was würde sich da anbieten hier im Busbahnhof? Ja, natürlich Bus. Und deswegen klauen wir den Kollegen gleich. Die Busfahrer, die gucken hier schon alle ganz beschränkt. Ist uns aber egal. Okay, da können wir schon mal nicht lang. Achso, Bus ist aber auch echt ein scheiß Fahrzeug, finde ich, oder? Ja. Ich glaube, wir holen uns gleich ein anderes Fahrzeug. Also, das ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes hier. Auf jeden Fall ist es groß und das ist schon mal gut, aber... Schnell ist was anderes, würde ich sagen. Komisch, komisch. Was ich nochmal machen könnte. Ich könnte jetzt eigentlich, könnte ich ja nochmal. Was ist da unten? Bloß eine U-Bahn. Boah, zack, da hast du den Bus nicht gesehen, wa? Eigentlich könnte ich ja nochmal kämpfen jetzt. Also mir noch so einen Longdrink einflößen. Oder so ein bisschen Karate-stylisch unterwegs sein. Keine Ahnung. Würde sich anbieten. Werde ich auch machen. Falls ich hier irgendwann mal ankomme. Ist ja schon erstaunlich, dass der Bus schneller fährt als die ganzen anderen Autos. So, Ram geht auch noch. Sehr gut. Der Bus Ram macht am meisten Spaß, denn der hat am meisten Power. Oh, Entschuldigung. Den habe ich jetzt auch nicht gesehen. Man kann ja nicht alles sehen. Oh, ich kann mal einen anderen Bus rammen. Zack, und weg ist er. Das ist der nämlich mit einem roten Dach. Das ist unser Konkurrent. Wir müssen jetzt aber wirklich ein Taxi rammen. Wir müssen jetzt wirklich mal hier langsam mal irgendwas Schnelles auf die Reihe kriegen. Also schnelles Fahrzeug vor allen Dingen. Oh, man kann hier auch so viel kaputt... Ist das das, was ich denke? Ist das ein verfickter Geldtransporter, verdammte Scheiße? Weishang. Aussteigen. Geldtransporter klauen. Das sieht ja echt so aus, ne? Knox. Oder Nox heißt das. Wir haben den Geldtransporter. Mein Michael. Und ich weiß sogar, wie ich den Kofferraum aufkriege. Normalerweise sind da immer irgendwelche, ja, Ersatzreifen drin oder sowas. Aber hier könnte ich mir gut vorstellen, dass hier ordentlich was Tolles, Geldartiges drin ist. Ja, das werden wir auch gleich rausfinden. Ich fahre dazu in mein Geheimversteck. Und zwar hier. Ganz unauffällig vor diesem riesigen, riesigen Tempel. Neben der Polizei, so wie man das sieht. So, das ist eine Botschaft. Wahrscheinlich ist es die Bank. So, gucken wir mal, ob wir hier irgendwie was... Nee. Ach, das ist ja auch Beschiss. Na gut, was soll's. Jetzt müssen wir uns aber... Warte. Ein Auto klauen, wollte ich sagen. Dass hier auch kein Auto parkt. So, stopp. Ist zwar nicht das schnellste Auto. Kommt da vielleicht noch irgendwas Tolles? Nee. Ja, dann nehmen wir uns das halt. Was soll's. Raus da, Mutti. Auto beschlagnahmt. So. Weißt du Bescheid. Jo, das fährt ja schon mal deutlich schneller als ein Geldtransporter oder irgendwas anderes. Wir gucken jetzt mal, dass wir irgendwo was zu trinken kriegen. Ah, da vorne ist noch ein Cola-Automat. Und dann werden wir uns mal wieder in den tollen Fight begeben, denn da habe ich mal richtig Bock drauf wieder. Beziehungsweise so eine Garage wäre ja auch mal fett. Da vorne ist sogar eine Garage, denn wir haben ja, das vergesse ich ja immer, wir haben ja einen Rennwagen
Und so ein Rennwagen, der kann natürlich auch gut genutzt werden. Und nicht nur das, der wird auch gut genutzt. Und zwar... Oh, scheiße, hier, weg. Was macht der denn da? Und zwar wird er gut genutzt. Von uns wird der Rennwagen gut genutzt. So, jetzt aber mal Gas geben hier. Ein Apartment, da kann man nicht wirklich rein, oder? Wie geil ist das denn? Wo kann man denn hier überall reingehen? Coole Sache. Kann man hier auch noch rein? Nee, ist also wirklich mehr Fassade. Scheiße, jetzt habe ich schon wieder die Waffe gezogen. Mach die Waffe weg. So, jetzt aber schnell zum Auto, bevor hier die, böse Polizei kommt. Hier ist ein Juwelier. Ob man den überfallen kann, ich weiß es gar nicht. So, jetzt quatschen wir erstmal hier mit dem Kollegen. Hallo. Nee. Ja. Genau, das ist er. Unser sportlicher Wagen. Der hat Bums, der hat Power. So soll es sein. Und Doppelstockbus hatten wir, glaube ich, gerade nicht, oder? So, Power ist aufgeladen. Wir müssen jetzt irgendwie nur mal ganz kurz mal gucken. Nee. Betrug lohnt nicht. Tiffany's Lied. Drogenrazzia. Ja, ich glaube, da müssen wir hin. Da waren wir das letzte Mal auch. Da kann man ganz toll kämpfen. Und ja, das ist eigentlich auch so... Ach, das ist ja gleich hier um die Ecke, sag mal. Wahnsinn. Cool. So, und das ist halt auch so der Bestandteil. Ja, was heißt Bestandteil? Man kann es gar nicht als Bestandteil definieren. Ich sag mal, das ist der Inhalt dieser Folge. Ich habe mir vorgenommen, heute, abgesehen von dem Rumgeeiere, was wir jetzt die ganze Zeit gemacht haben, mal ordentlich zu kämpfen, mal einen Fight auch zu gewinnen. So, weg da. Sag mal, wie komme ich denn da hin? Ach, ein Bulle war hier auch noch zufällig. Der stand aber nicht die ganze Zeit da, oder? Muss er den auch noch irgendwie abhängen? Ja, am besten machen wir das natürlich, indem wir hier wieder so schön durch die Kurven fahren und sowas. Es hat natürlich auch gleich mehrere Bullen die Verfolgung aufgenommen. Scheiße, da vorne kommt auch gleich wieder einer. Aber das ist nur ein Einzelner. Hier steht ein Wagen rum. Ach, ich glaube, der ist ausgestiegen, deswegen. Haha. Gut, die Karre sieht aber auch edel aus. Ja, machen wir mal Let's Play Verfolgungsjagd. Schade. Gut, Bullen abgehangen. Wenn man ganz leise ist und die Boxen ganz laut geht, dann hört man die Musik. Oder das ist der Regen. Das kann natürlich beides sein. So, wir wollen jetzt aber mal kämpfen. So. Eigentlich müsste uns doch das Navi da direkt hinschicken. Macht's aber irgendwie nicht. Okay, wo können wir denn hier rein? Wir müssen ja irgendwo rein. Bist du halt ins Haus da oder was? Nee. Wie kommen wir? Irgendwo muss es doch da reingehen. Das gibt's doch gar nicht. Ich will ja in diesen scheiß Hinterhof jetzt da. Also dadurch diese Tür eigentlich. Naja, wir gucken mal. Zumindest steht da schon mal, ach, du leg doch endlich auf. Zumindest steht da schon mal Dings davor. Ach, auf die Fresse geflogen. Ein Automat. Reingehen können wir da aber, glaube ich. Doch. Wir können hier reingehen. Wunderbar. Bestens. Herrlich. Schön. So, jetzt werden wir mal gucken, ob wir hier den vierten Versuch des Kampfes endlich mal gewinnen werden. Hier hinten sieht es ganz muckelig aus. Hier gibt es bestimmt noch irgendwas zu finden. Ach, hier ist die Hexen schon am Start. Ja, ja, will ich. The excellent Wei Xian. My fans will be very happy. Habt das gehört? The excellent Cajun. Seine Fans werden sehr, sehr glücklich sein. Ja, da gucken wir mal. Waffe kann ich, glaube ich, nicht ziehen. Ach, da kriegst du gleich eine Naht hier von den Kollegen. Ja, ach, das war's schon. So, die erste Runde erfolgreich geschlagen. Das war ja auch noch easy. Hier haben wir die zweite.
Der linke hier, der hat eine große Fresse. Und dafür kriegt er jetzt natürlich auch aufs Maul. Komm, schnappen dir, Tiger! Tiger-Schaden! Ja, das war der Kehlkopf, würde ich sagen. Aber irgendwie ist das ja schwer hier. In der zweiten Runde kacke ich schon so ab. Ja, das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Hier mit meinem Turbo Boost an Cola oder was es da Tolles gab. Ich muss mich vielleicht einfach mal ein bisschen konzentrieren und weniger quatschen. Vielleicht geht es dann einfach besser. Könnte ja sein. Ich weiß es ja nicht. So, der ist auch weg. Den konnte ich schon mal nicht greifen gerade. Da kriegt er halt eins von der Fresse. So, die nächsten 500 Leute bitte. Das war Runde 3. Runde 4 folgt jetzt. Oder war das Runde 4? Nee, ich glaube, das war Runde 3. Das steht da auch gleich irgendwo. Ey, das ist Runde 4 hier, müsste das sein. Ach du Scheiße, wo geht's denn hier lang überall? Vor allen Dingen, wo springen die denn überall lang? So, hier schön hier oben bleiben, Kollegen. Ja, hier unten ist ja echt schon so Sackgassenstimmung irgendwie. Ja komm, greif an hier. Ich warte auf den Konter, komm. So sieht's nämlich aus hier. Ja, und er wahrscheinlich auch und tot bin ich. Naja, so sieht's nun mal aus. Ja, das war's schon wieder. Ich hab's wieder mal versucht und es wieder verkackt. Aber keine Sorge, ich werde es natürlich wieder versuchen, wenn es wieder heißt, Cajun blamiert sich. Aber jetzt erstmal genug davon, sogar mit Turbo Boost. Ich fasse es nicht. Ey, komm, scheißegal, ich mach's jetzt nochmal. Dann überziehe ich eben dem Let's Play. Mit der Zeit ist doch völlig Wumpe. Ich will jetzt mal gewinnen hier. Das gibt's doch gar nicht. So, her mit den Opfern. Opfer, Digga, Opfer. Komm jetzt. Das ist gleich vor der Fresse hier, Junge. Der ist aber auch echt hartnäckig hier irgendwie. Oh, und immer trifft er den ersten Schlag. Das ist ja unglaublich. So, gleich wieder hochnehmen. So, gleich nochmal. So, komm, hoch. Nochmal. Ich glaube, so kann man den am besten besiegen irgendwie. Zack. Kiefer gebrochen. Die nächsten Jungs, bitte. Diesmal bitte was Schweres, was Anspruchsvolles und nicht hier so ein Larifari-Scheiß. So, und gleich hochnehmen hier. Ja, oder so. Und gleich nochmal. Und gleich nochmal. Das gibt's doch gar nicht. Warum stirbt er denn nicht? So, jetzt aber hier mal schön hier gegen das Rohr oder sowas. Hä? Na gut, so geht's natürlich auch. Schade. Ich wollte jetzt eigentlich so einen schönen Finishing-Move machen. An die Wand oder sowas. Aber so viel Glück habe ich nicht. Gelingt selten. Oh, next. Ja, hier die Hampelmänner, die kriege ich natürlich auch noch mit Leichtigkeit alle platt.
Oh, da kommt hier wieder Sauron hoch. Ach, warte, der hat mich getroffen, oder wie? Ich bleib lieber hier oben. Da sehe ich mehr. Komm her hier. Das ist eigentlich auch hier so ein kleiner Pullermann. Den kann man eigentlich auch so schlagen. Mal sehen, was jetzt kommt. Jetzt kommen wieder ein paar schärfere Geschütze. Runde Nummer 4. Oder Nummer 3? 4. 4 von 6, genau. Na klasse. Also das ist ein Ringer, den darf man jetzt nicht irgendwie ärgern. Sonst wird er ganz aggressiv irgendwie. So, den schnapp ich mir. Komm her, du. Hier kriegst du noch einen Kick. Auch immer diese, wenn so zwei auf einmal kommen, da kann man es immer schlecht abwehren, finde ich. So, Runde Nummer 5. Sind wir schon mal weitergekommen als beim letzten Mal. Glaube ich zumindest. Wir sehen auf jeden Fall schon sehr, sehr demoliert aus. So, gleich hier fertig machen, da die Säcke. Ist er tot? Nee, immer noch nicht. Immer erst die Großen und dann die Kleinen. Nach und nach alles. Das gibt's doch gar nicht hier. So, komm schon. Schön den Sack wieder. So, den anderen, der da war auch nochmal. Das gibt's doch gar nicht. Wo kommen die denn alle her, sag mal? So, jetzt aber. Du fall halt um. Das gibt's doch gar nicht. Okay. Energie ist fast wieder voll. Das ist eine Top-Voraussetzung für die letzte Runde. Die sechste. Ja, ob ich das gewinne, ich kann es euch nicht versprechen. Ich werde natürlich alles geben. Oh, das gibt's doch nicht hier. Also das mit dem Konter, das muss ich noch üben irgendwie. Ja, und ein Schlag und ich bin tot. Ja, das war's. Ach, ist das scheiße. Ja gut, also was soll ich sagen? Das war mal wieder ein völlig sinnloses Let's Play, beziehungsweise eine sinnlose Folge, beziehungsweise, also für mich war sie eigentlich relativ sinnvoll, weil ich habe wieder ein bisschen kämpfen gelernt, auch wenn ich es irgendwie nicht anwenden kann, immer noch nicht. Obwohl ich ein Gamepad habe, das kotzt mich gerade ein bisschen an, aber das ist ja... Wo geht's denn hier unten lang? Ist auch nicht weiter schlimm, es hat halt uns insofern nicht nach vorne gebracht. Dass wir keine Mission gemacht haben in dieser Folge. Wir können hier zumindest noch zum Abschluss hier mal so ein bisschen Amok machen. Einfach mal nur so aus Spaß. Irgendwie so den Bullen die Waffe klauen oder so. Ach, wir haben ja sogar eine Waffe. Warte mal. Machen wir einfach mal hier. Falscher Knopf, falscher Knopf. Wo ist denn meine Waffe eigentlich? So, hier. Der wird mal schön gefesselt. Scheiße. Give it up. You have no chance. Police. Hands on your head. Du hast keine Chance gegen mich und jetzt gib mir die Waffe.
Ich hatte doch mal eine Waffe eigentlich. Naja, was soll's. Also, ich merke gerade, mit dem Roller kann man keinen Hochstarter machen. Ist aber auch nicht so schlimm. So, wir sehen uns wieder im nächsten Part, direkt aus der Hütte. Mein Name ist Cajun LP und ich hoffe, ihr fandet es nicht ganz so schlimm, dass ich immer verloren habe. Naja, aber ich bin wenigstens bis zum letzten... Wow. Die Karre hole ich mir aber nochmal. Bis zum letzten Gegner gekommen. Die muss ja richtig Bums haben. Wenn der Roller nicht im Weg wäre. Nice to have. Also mit der Karre bin ich ja dem Bullen Meilen voraus. Also ich glaube nicht, dass sie so schnell fahren können. Obwohl es gerade irgendwie so aussieht. Und da stand der Baum im Weg. So, jetzt genug gefällt in dieser Folge. Ich mache jetzt Feierabend, Leute. Und werde hier noch ein bisschen rumdüsen und so die Cops ärgern. Ein Klamottenladen. Ach, das ist alles so interessant hier. Also eigentlich könnte ich ja stundenlang weiterspielen. Jetzt irgendwie mal wieder eine neue Mission anfangen und so. Aber das bringt es ja auch nicht. Wir gehen hier mal rum. Irgendwie so Safe suchen oder so ein paar Schreine, damit ich auch ein bisschen mehr Lebensenergie habe. Sag mal, kriege ich hier Geld, wenn ich hier die Hut demoliere oder was? Ich habe gerade Kohle bekommen. Na gut, so Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.